Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüße Sie ganz herzlich bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer unserer Veranstaltungen im sogenannten liberalen Dialogforum. Wir haben heute uns ein Thema vorgenommen, das bei vielen Menschen Ängste verursacht, bei vielen Menschen Abwehr verursacht. Aber wir müssen feststellen, dass, egal wie man es dreht und wendet, es eine Revolution ist, eine gesellschaftliche Umwälzung. Diese gesellschaftlichen Umwälzungen begannen immer mit technischen Innovationen. Wenn man nicht zu weit zurückgehen will für unser Thema heute, könnte man den Buchdruck anführen, 1450, das Telefon 1876, den Funk 1896, das Fernsehen und 1981 die Personalcomputer. Mit der Einführung des Internets für alle, so Ende der 90er Jahre, verknüpften sich dann Maschinen, Transport, Sender und Empfänger in immer schnelleren Schritten. Das Medienzeitalter startete durch. Und wenn man sich mal ein paar der Wünsche, der Hoffnungen von damals anguckt, dann liest man leichtere Kommunikation, freier, weltweiter und unzensierter Informationszugang, Demokratisierung der Gesellschaft, Verwaltungs- und Bürokratieabbau, Lebenshilfe durch Vernetzung, um nur einiges zu nennen. An vielen Stellen, meine Damen und Herren, technische Euphorie. Allerdings nicht unbedingt technisches Verständnis, schon gar nicht für die Abläufe, für die Möglichkeiten im Hintergrund. Aber manche sagen ja, wer nichts zu verbergen hat, dem kann das doch egal sein. Nein, meine Damen und Herren, es ist anders. Hier muss aufgeklärt, gesprochen und auch gestritten werden. Für uns, für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, für die uns auszeichnende Idee, ist Freiheit unteilbar. Die Freiheit der Wirtschaft, die Freiheit des Privatlebens, die Freiheit zur Selbstverwirklichung, die Freiheit zu denken, die Freiheit auf Meinung, auf Gewissen und auch dann danach zu handeln, die Freiheit zu forschen und publizieren, all das sind Ausprägungen ein und desselben gedanklichen Kerns, nämlich des liberalen Gedankens der freien Bürger in einer freien Gesellschaft. Daher, meine Damen und Herren, stammt der stolze Name Liberale, den wir tragen. Wir meinen die Freiheit des Bürgers im Staate. Deshalb wissen wir aber auch, dass Freiheit ohne Sicherheit auch nicht funktioniert. Viele verwenden die Kombination Freiheit und Sicherheit. Aber wenn sie davon sprechen, meinen sie etwas völlig Unterschiedliches. Viele sagen Freiheit, aber sie meinen Risiko. Sie sagen Freiheit, aber sie meinen Gefahr. Sie sagen Sicherheit, aber meinen Kontrolle. Sie sagen Sicherheit, aber meinen Erfassung. Diese Grundeinschätzung ist Misstrauen. Sie ist letztlich Angst vor der Freiheit der Bürger. Und auf der anderen Seite stehen wir Liberale. Wenn wir Freiheit sagen, dann verbinden wir damit Chancen. Wenn Liberale Freiheit sagen, dann verbinden wir damit Hoffnung. Wenn Sicherheit mehr Freiheit kostet, als sie sichert, dann stellen sich Liberale dem entschlossen entgegen. Wir wollen keine Rhetorik der Angst, die den Eindruck vermittelt, dass Freiheit die Vorstufe der Anarchie sei. Wir wollen ein gesellschaftliches Selbstverständnis, dass Freiheit die notwendige Bedingung für ein humanes Zusammenleben im Staat ist. Heute, meine Damen und Herren, begrüße ich hier eine große Bandbreite von Gästen, die das ein oder andere Element von dem, was ich gerade vorgetragen habe, in unterschiedlicher Weise betonen. Ich kann Sie nicht alle einzeln begrüßen, aber Sie werden es mir nachsehen, wenn ich vielleicht den einen oder die andere hier namentlich nenne. Es ist mir eine ganz große Freude, dass ein, wenn ich das so sagen darf, Kämpfer für die Freiheit, unser alter Freund Dr. Burkhard Hirsch, unser Freund Dr. Burkhard Hirsch, heute hier ist. Lieber Herr Hirsch, seien Sie uns ganz, ganz herzlich willkommen. Ich begrüße die Vertreter und Vertreter des konsularischen Rekords, die Damen und Herren der Medien. Ich begrüße für unsere Stiftungsgremien Gisela Pilz und natürlich Sie, meine Damen und Herren, in besonderer Weise. Ganz besonders
begrüße ich den Bundes- und neu gewählten Landesvorsitzenden der FDP, der ist NRW-Landesvorsitzender der FDP, Christian Lindner. Meine Damen und Herren, seine Thesen werden, so hoffe ich jedenfalls, einen Einblick in die Gedankenwelt und ihre politischen Ableitungen der Liberalen zu unserem Thema geben. Ich begrüße ebenso herzlich den Präsidenten der Stiftung Datenschutz, Frederik Richter. Seien Sie uns auch herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, die Stiftung Datenschutz wurde von der Bundesrepublik Deutschland gegründet, um den Schutz der eigenen Daten durch Aufklärung und Bildung zu stärken. Ziel ist es, die Sensibilität für den Wert von Privatheit und Daten zu steigern und mehr Wissen über die Möglichkeiten eines vorsichtigen Umgangs mit persönlichen Informationen zu schaffen. Frederik Richter und Christian Lindner werden in einem moderierten Dialog Gemeinsamkeiten und eventuell auch Trennendes besprechen. Anschließend werden beide in eine Diskussion mit Ihnen, unseren weiteren Gästen, eintreten. Damit die Moderation und das Gespräch mit Ihnen gelingt, bedanke ich mich bei Jörg Wagner, dem stellvertretenden Ressortleiter der Wirtschaftsredaktion des Kölner Stadtanzeigers. Lieber Herr Wagner, auf jeden Fall. Wie das so ist, meine Damen und Herren, mich wollen Sie ja gar nicht hören, deswegen übergebe ich jetzt direkt an Christian Lindner. Lieber Herr Lindner, Sie haben das Wort.